Und jetzt gibt es noch einen großen Zwiebelsalat. Also, da sind sehr viele Zwiebeln drin und noch ein paar andere Gemüse, aber vor allem Zwiebeln. Und hin und wieder mag ich sowas ziemlich gerne. Und zum frühen Abend gibt es noch ungefähr 3 Kilo Weintrauben. Der Tag startet heute mit einem kunterbunten Salat von Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, Möhren, Pastinake, rote Beete, so grüner Salat, Chicorée, Landgurken, Tomaten, ja, und Staudensellerie ist noch drin. Das dürfte es, glaube ich, gewesen sein. Alles ein bisschen mit Balsamico, Olivenöl, Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Bei Olivenöl sage ich immer dazu. Also ich mache ja so einen wirklichen Spritzer rein. Also wahrscheinlich so ein halber Teelöffel oder so sein für den ganzen Salat. Also da bin ich sehr sparsam damit. Aber Öl mag es halt trotzdem, dass es dabei ist. Also eine leichte Olivenölnote, das ist wunderschön. Ich würde auch frische Oliven reinmachen, leider habe ich nicht frische Oliven. Und die im Glas, die sind mir irgendwie nichts. Ja, genau. Das gibt's jetzt. So, zum Abend gibt es ungefähr 2 Kilo Orangen. Ich habe jetzt schon 4 gegessen und wäre hier noch. Also, ich habe 3,5 gegessen und insgesamt werden es wohl 8 Orangen sein und es sind ungefähr 2 Kilo. Der Morgen startet mit meinen letzten paar Trauben und ja, das war's. Und jetzt gibt es einen Smoothie mit Orangen, mit rote Beete, mit Kiwi, mit Bananen, mit Grünkohl sehr viel, mit Spinat, mit Pastinake, mit ungeschälten Hanfsamen, mit Himbeeren, mit Erbsen und Reisproteinpulver, mit frischem Kurkuma. Immer bei frischem Kurkuma einen Hauch Pfeffer mit dran. Durch das Piperin wird das Kurkuma, das Kurkumin besser aufgenommen. Und Gerstengraspulver. Genau, und das gibt's jetzt. Und zum frühen Abend gibt es jetzt einen Teller frisch aus dem Garten. Das ist frischer Grünkohl, Red Kale und Topinambur. Und das werde ich einfach so roh, ungewürzt Dings essen. Einfach nur die pure Vitalität zum Abend. Und da freue ich mich schon drauf. Der Tag heute beginnt mit einer Handvoll getrockneter Bananen. Nun gibt es einen großen Salat aus Süßkartoffel, Möhren, aus Zucchini, aus Landgurken, aus Paprika, aus rote Beete, aus Staudensellerie, aus Zwiebeln und glaube ich noch Pastinake. Eine Pastinake ist noch drin, genau. Also viel Wurzelgemüse ist halt drin, aber auch Gurken und Tomaten und Paprika, also die Klassiker. Dazu habe ich den ganzen Salat wirklich nur mit einem Tropfen Öl und dafür aber auch richtig so ein, zwei Esslöffel Leinsamen, ungeschrotet natürlich, hier reingetan. Und also die waren ungeschrotet und ich habe sie dann geschrotet, ne, so rum. Und Salz und Pfeffer und Balsamico zum Abwürzen genutzt. Und wie gesagt, diesen Riesensalat. Mal sehen, ob ich den komplett schaffe, aber den werde ich jetzt vertilgen. Freue ich mich. So, jetzt werde ich mir hier 5 Bananen einverleiben. So, und als letztes wahrscheinlich heute gibt es noch eine Gurke, die ich mich aufschneiden werde und mit Salz bestreuen werde und essen werde. Der Tag heute startet auch wieder mit einem Salat. Sehr, sehr viel Tomate und vieles von Resten, also ganz viel, aber vor allem viel, viel Tomate. So, und jetzt gibt es wieder Kartoffeln. Und zwar sind das Kartoffeln diesmal ohne Schale. Und ich habe mir dazu auch einen veganen Tzatziki gemacht. Und das ist Sojajoghurt. Ein Sojajoghurt, den ich gefunden habe, der komplett nur mit Soja gemacht wird und mit den Kulturen, also ohne Zucker oder irgendwelche Guarkernmehl. Und dazu ein Tzatziki-Gewürz. Das ist das hier. Das hier Tzatziki-Gewürzzubereitung mit Salz, Zwiebeln, Knoblauch, Pfeffer, Sellerie, Petersilie, Dill, Melisse, Paprika, Lauch, Karotten und Schnittlauch. Und ja, und dazu noch ein bisschen Balsamico gegeben, ein bisschen schwarzer Pfeffer. Und das beides tue ich mir jetzt sozusagen an. Genieße das. Und zum frühen Abend, oder naja, so 18, 19 Uhr ist es jetzt, gibt es noch 2 Teller A3 Orangen, also 6 Orangen zum Abendbrot. So, jetzt bin ich auf der Revolution und habe heute bis jetzt 6 Bananen gegessen und sonst nichts gegessen. Und dann habe ich mal von den Chips hier probiert. Das sind Sesamchips mit Cashewkäse. Ja, ist ganz schön fettig, aber lecker. Upp.